Was geht ab, ihr geilen Säuren? Willkommen zurück zu Arizona Sunshine 2, meine lieben Freunde. Weiter geht's. So, hier rein. Und mal schauen, was passiert. Boah, hier wäre es auch ziemlich schlimm, ne? Wenn jetzt auch, wenn man hier ein Vieh reinkommt. Würde ich gar nicht spüren. Boah, ist das hier dunkel. Alright, let's do this. Please stand clear of the doors. Whew, that's better. I feel like we've been spending entirely too much time in sewers. Was ist das da? Ist das ein Nahkampfwaffe irgendwie? So eine Art Schaufel? Oder was ist das? Ja. Und eine Granate. Hey, wir sind aber voll. Ja, toll. Machen wir so. Wir nehmen die den Molotow mit. Machen wir so, in die Hand. Hier ist auch noch eine Kiste. Was ist hier so Schönes? Gar nichts. Okay. Bin ich auch mal gespannt, was das Ding drauf hat. Hm? Lebt der noch? Hm. Ich glaube nicht. Hallo? Ah, okay, ich verstehe. Ah, jawohl. Zack. Ja, schön. Ein bisschen Muni für den Flammenwerfer. Gesundheit haben wir voll. Was ist hier mit? Ah, Munition für die Shotgun. Das ist doch wunderbar. Mehr ist hier denn aber auch nicht. Ich hoffe mal, hier kommt gleich irgendwie so eine Riesenhorde. Ah. Oh, dieser scheiß Helm, ne, da oben. Der Buddy. Buddy, go get him. Kümmer dich mal hier um den. Ne? Du kommst nicht, ne? Wenn ich die Kiste öffne. Hoffe ich mal. There's a good boy. Okay. Kann man hier weiter? Jo. Aber ich würde gerne lieber erstmal. Was geht denn hier ab? Yo. Okay. Danke, Buddy. Du wirst Bescheid sagen. Auch weiter, Alter. Wo geht's denn da alles hin? Boah. Mal ein bisschen schneller, ja? Yo. It's a cutthroat business around here, friend. Hier ist ein Hut. Und da sind Kleber und so. Kann man das Ding auch öffnen? Nee. Ich glaube, die Tür ist zu. Nehmen wir mal mit. So. Haben wir gar nicht aufgesetzt, denn wir haben schon irgendwie was. Keine Ahnung. Egal, scheiß drauf. Ich will bitte. Bitte. Danke. Den Molotow haben wir immer noch in der Hand. Ist halt auch ein bisschen so, ey, ich muss die ganze Zeit diese Taste drücken, damit ich den nicht fallen lasse. Ich glaube, da geht's dann weiter da hinten. Von dem her schauen wir uns erstmal nochmal da hier um. Da geht's auch nochmal weiter. Bitte? Okay. Hier ist so ein kleinerer Raum. Und zack. Jo. Was ist das? You got it. Yeah. Not much point in this one. I mean, if you got the virus, all you need to look for is someone else's brain in your mouth, and there you go. Nix. Okay. Ist hier denn überhaupt? Ah, mein Shotgun. Munition. Was haben wir hier so Schönes? So ein Hero. Kann man den aufsetzen? Also, kann man? Scheinbar nicht. Ich trage auch nichts auf dem Kopf, ne? Keine Ahnung. Egal, scheiß drauf. Ist ja eh Jux, ob man irgendwas aufsetzt oder nichts im Singleplayer. Ist ja eher was für den Multiplayer. Weil man selbst ja davon nichts sieht, so wirklich.
So, jetzt sind wir hier. Da ist nichts drin. Lebt noch safe. Aber klar. Otherwise, Freddy might not let us in. So. Fred. Alle drei leben noch. Was? So. Nice to meet you, Fred. Aber was hältst du dir aus? That ain't good. Lebt doch noch, ne? Sag mal. Hier. If no one claims this, I'm taking it. Achso. Nehme ich wieder mit. Nehme ich auch mit. Nehme ich mit. Nehme ich mit. Ich glaube, ich konnte das ganz tragen hier. Jo. Kommen da ein paar oder? Eher nicht. Down you go. Ah, da kommt noch einer. Aber noch nicht so viele, dass es sich lohnt, irgendwie so den Molotow zu zünden. Weil ich die alle viel zu schnell down klappe. Buddy, attack! Boah. Hm. Oh, zu wenig. Is a good boy. Lebt noch. Das ist eine Scheiße. Das ist irgendwie ziemlich lash gerade. Also es waren ja schon recht viele, aber die kommen halt alle ziemlich. Ich wusste es. Das war so gut. Hm. Schade. Ich hätte gerne den Molly eben gezündet. Bin ich ja ehrlich. Irgendwie ja. Doch nicht. What do you say we hijack this bad boy? So we can get to the army sooner. Oh, geil, Alter. Because no offense to you, bud, but I'm ready to see some people. Krass, Alter. Ich bin noch was um. Ja. Also von der Deutschen Bahn ist es schon mal nicht. Also kommen wir wahrscheinlich, hoffe ich, mal zügig an. Wir sind einfach. Sehr schön. Hallo, ich bin euer Zugführer. Auf jetzt. Ja. Das passt schon, ne? Irgendwie so. So. Ah, mal erstmal hier. So. Ab geht's zum nächsten Zombie. Zur nächsten Zombie-Stadt. What the. Why isn't it moving? Are we stuck? What are we stuck on? We gotta find a way to get to the back of the train and see what we're stuck on. Ah. Mal wieder nach unten, oder wie? Nee. Nee. Muss man nicht. Achso. Hier geht's weiter. Ah. Geht dann doch noch nicht los. Ja, das tun sie schon. Jawohl. Burn, motherfucker, burn. Wenn du alte geile Sau, du. Erklär dich mal schön. Was ist da? Nix. Flammenwerfer können wir auch mal benutzen. In der Hoffnung, dass hier jetzt gleich mal eine Riesenhorde kommt, wo es sich dann überhaupt lohnt. Denn für einen einzelnen Freddy ist es natürlich dann irgendwie ziemlich für den Arsch. Geht's dann wohl scheinbar weiter. Buddy! Dein Leckerli okay, wartet. Wer bist du? Mann, oh Mann, oh Mann. Good dog. So.
Ey, hübsche. Du auch hier? I'm gonna need ammo soon. Oh, wir haben gar keine Munition mehr so gut wie. Scheiße. Wir verbrauchen momentan auch gar keine Pistolenmunition, fällt mir sogar nebenbei auf, ne? Das ist ziemlich blöd, eigentlich, wie wir gerade rumeiern. Oh. Hier ist doch gut. Ja, ich glaube, wir nehmen von Buddy gleich mal wieder den Revolver lieber und hauen dafür den Flammenwerfer weg. Glaube ich. Aber Buddy kann ja dann auch den Flammenwerfer tragen. Von dem her ist der nicht komplett weg. Who's my best boy? Aber ist das vielleicht da oben die Munitionsanzeige? Kann das sein? Nice try, Freddy! Was ist hier drin? Ist hier überhaupt irgendwie was drin? Ja, irgendwie ist da was drin, aber warum ist denn das so weit oben gelagert? Ich weiß gar nicht, was hier ist. Einfach mal mitnehmen, was so gelb aufleuchtet. So. Haben wir jetzt einen kleinen Moment? Okay, Buddy. Okay, go! Das Ding ist bloß, lohnt sich das jetzt? Vielleicht kommt hier gleich, keine Ahnung, wer alles. Aber wir müssten wechseln. Wir haben noch 20 Magazine für das Riesenkaliber. Pistolenmunition bauen wir bloß jetzt gerade überhaupt nicht mehr. Aber wir könnten den Revolver wegstecken. Das könnten wir machen. Also, Buddy, ich würde gerne anstatt die Shotgun den Revolver nehmen. Danke. Sehr schön. Gut. Dann verballern wir auch mal wieder ein bisschen die Pistolenmunition. Wir ballern halt wirklich konstant nur noch mit der Großkaliber-Munition rum und halt mit dem Flammenwerfer. Und Pistolenmunition nur noch. Die Schild so ihr Leben. Kommt man da hoch? Ja, ne? Jo. Frage ist bloß, was ist denn hier? Ist hier noch ein Freddy? Am Schillen oder sind wir hier alleine? Ein Pizzastück. Sind voll. Warte mit. Ist es hier. Nee. Ist keine Werkbank, sage ich mal. Zum Craften. Buddy, komm mal her. Come on, boy. Hast du Hunger? Ein Pizzastück? Ja. Na komm. Ja. Ja, willst du das Stück? Ja, willst du das Stück? Jo, lass dich schmecken. Komm. Na komm. Willst du nicht? Ein leckerer Pizza? Joa. Joa. What an absolute pleasure to make your acquaintance, sir. Na komm, noch ein Stück. Na komm. Joa. Das schmeckt wahr. Mmm, yummy, 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 yummy. If I hadn't found you. Ja, schön. Das war lecker, wa? Okay. I think I might have lost my mind. Revolver. Which I promise I have not already done. Also hier die Pistolenmunition verballern. Da geht's immer weiter. Und was ist hier? Ah, da liegt was rum. Nehmen wir mit. Ein bisschen Munition für die Pistole, wo wir jetzt schon voll sind. Eieiei. Wäre eigentlich gerade ziemlich eine Shotgun geil. Warte mal kurz. So. Falls hier denn überhaupt irgendwer ist. Hier so eine Werkbank, ne, für Granaten und sonst was. Jo. Oh. Ja, Molotow nehmen wir mit. Den tragen wir dann halt in einer Hand. Man braucht nichts von hinten, ne? Sehr schön. Was ist hier los? Aha, aha. Auch hier. Hat sich doch irgendwie schon minimal gelohnt für drei Typen. Wer will nochmal? Wer hat noch nicht ein paar Schrotkugeln im Körper oder ins Gesicht oder wo auch immer sonst so? Jo. Fuck.
Alter, da kommt einiges. Flammenwerfer. Alle her. Yeah, boom, motherfucker, boom. Oh, sure would love some ammo. Warte, ich könnte mal meine Revolver. See you, Fred. Aber nicht so, was ich wollte. Cool. Ja, jetzt habe ich irgendwie was falsch gemacht. Habe ich hier? There's a good boy. Habe ich denn jetzt hier mein? Ich habe irgendwas jetzt gerade weggeworfen. Fuck, Alter. Buddy, go get him. Hast du irgendwie? Ach, du hast meine Shotgun. Okay, dann ist ja alles doch gut. Okay. Was ist das für eine gelbe Kiste? Ist dann was ist das? Was ist das? Good. Oh, ui. Das ist nichts anderes, glaube ich, als eine AK, wa? Das ist, glaube ich, so eine MP oder so. So eine Art. Eigentlich so, wie wir jetzt ausgestattet sind, das ist echt in Ordnung. Muss man sich halt mal entscheiden zwischen einer Shotgun oder zwischen Flammenwerfer oder Pistole. Was geht hier von Film? What the hell is our train stuck on back there? Auch echt eine lange Geschichte, wa? Okay. Ah. Ein ganz schneller bist du, wa? Komm, wir nehmen mal hier die Pistolenmunition. Davon haben wir ja 150 Stück. Kommt man nicht entlang. Was von hier? Like a buddy problem. Hey, geht man denn jetzt weiter? Oder muss Buddy irgendwas machen? Ah, hier. Buddy? Wo bist du denn? Achso. Hat es da hinten noch ein Date oder was ist die Sache? Hä? Von da, okay. Yo. Sehr schön. Hey Freddy, nice you to drop in. Up we go! Und mal nach oben, ja. So. Gut, ich bin da. Buddy, alles klar? Kommt man da weiter? Nee, ne? Das ist der. Ja. Da sind ein paar Freddys. Könnte ich eigentlich versuchen, gleich mal abzuballern. Buddy? Okay, go! Better luck next time, Fred! Oh, Scheiße. Komm hier hoch. Oh fuck, was kommt denn da alles an? Okay. Da ist ja noch einer. Kann man das eigentlich auch. Habe ich das gerade so entleert? Oh Scheiße. Ich muss gleich nochmal versuchen mit Munition nachfüllen. Um das wirklich zu entleeren, dass man sie ein bisschen so schüttet und dass die Munition so rauskommt. Also die Kugeln. Das wäre auch ein bisschen stylisch. Das ist eine Spielgranate. Jetzt nochmal versuchen. Ja. Geht da wirklich denn so raus? Cool. Better luck next time, Fred. Granate nehme ich aber auch auf jeden Fall gerne mit. So. So. Tja. Das ist halt das Ding. Wie machen wir das?
Ja, nehmen wir einfach mit. Und wenn ich nachladen muss, muss ich die halt eben fallen lassen. Und wenn ich die zünden will, muss ich die halt dann auch fallen lassen, die Pistole. Das ist halt echt ein kleines Problem jetzt gerade. Aber was soll's. Oh, guck mal hier. Brauchen wir gar nicht mehr nachzuladen, denn jetzt haben wir eine Nahkampfwaffe. Jetzt da nach oben oder müssen wir jetzt entlang? Ach nee, hier geht's scheinbar entlang. Oder? Nee. Doch, da geht's weiter. Guck mal hier. Ja, was war denn das? Ja, gut. War etwas dumm. Was soll's? Schmetzeln wir uns ein bisschen hier durch die Gegend, wa? Jo. Oh fuck. Chop, Freddy. Ei, die köpfen mich aber ganz schön gerade. That thing ain't worth what I paid fuck. For it. Sehr schön, Buddy. Kümmere dich mal um den Kollegen. In der Zeit. Dass das nicht geht, ne? Oh, 10 Grad, aber. See you, Fred. There's a good boy. Irgendwie geht das nicht so richtig. Hä? Da ist noch Munition da oben. Ja, was ist das? Einer. Who's a good little dog? Sonst keiner da. Buddy, ich brauch dich mal eben, bitte. Come here. Ich brauch mal eben hier meine Shotgun. Ich will ein bisschen aufräumen, wenn du verstehst, was ich meine. Los. Yeah. Hey Leute. Oh, Alter, hat sich komplett zerfetzt. Ja, noch ein Stück. Was haben wir noch? Was liegt hier noch zu haben? Kann man das öffnen? Nee. Kann man das? Jo. Munition. Die Bucke. Da weibe ich doch gleich mal mit. Aber nichts öffnen. Na. Good night. Jo. Was ist das? Gar nichts. Sag mal, wie lange nehmen wir jetzt eigentlich hier schon auf? Weiß ich gerade gar nicht. Deswegen, die Uhr hat ja auch hier schon vibriert. Ich würde sagen, bevor es weitergeht, werde ich auch hier erstmal diesen Part beenden und dann sehen wir uns beim nächsten Part von Arizona Sunshine 2 wieder. Haut rein, ihr Ficker!